Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder was ganz brandneues für euch. Ich habe eben noch mal nachgeschaut. Soweit ich das gesehen habe, gibt es die noch gar nicht zu kaufen. Es handelt sich hier um die hier, um die Logstars. Oh, jetzt spiegelt das. Ups. ja, die habe ich mal wieder von Hasbro zur Verfügung gestellt bekommen. Richtig cool. Die Katzenhaare sind von mir, die waren nicht von Hasbro. Ja, die gibt es auf jeden Fall, so wie ich es gesehen habe, bei Amazon ab dem 1.8. zu kaufen. Ich hoffe, es stimmt. Wenn nicht, dann muss ich mich jetzt irgendwie nochmal selber verbessern. Dann blende ich irgendwie was ein oder so, falls das jetzt nicht stimmen sollte. Ich habe gesehen, es gibt die schon außerhalb von Deutschland. Also in Amerika gibt es die zum Beispiel schon oder auch irgendwie, war das jetzt Frankreich oder Spanien oder irgend sowas. Da gab es die auf jeden Fall auch schon. Das Schöne ist bei diesen Dingern hier, dass man sich vorher schon angucken kann, welches man hat. Das heißt, man kann sich genau aussuchen, welches man kaufen will. Und ich glaube, es gibt 48, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder erstmal 24. Da kommt schon wieder mein Halbwissen. Moment, ich guck mal kurz. Steht das hier? Nein. Okay, das ist, ich weiß es gerade nicht genau. Es steht eventuell auch drin. Wir gucken gleich nochmal nach, ob wir da irgendwie einen Hinweis darauf finden. Das ist ab dem Alter 4 gedacht und wird so getragen. Zum Beispiel, man kann das als Deko benutzen, am Ranzen, an den Schuhen. Man kann das eigentlich überall dran machen, wo man Schlösser dran machen kann, weil Logstars sind halt kleine Schlösser mit Gesichtern drauf, die lustig bunt angemalt sind. Es gibt immer noch irgendwelche Gimmicks mit dazu. Ich glaube, ich schalte schon mal hier runter, dann kann man das schon mal ein bisschen besser sehen. Ich habe diese vier Stück hier, die wir uns jetzt mal angucken können. Ganz verschiedene Dinger, auch verschiedene Formen, wie man sieht. Wir haben hier auf jeden Fall ein eckiges mit dabei, drei runde. Das hier hat noch irgendwie was, so eine Schleife oder sowas an der Seite. Und irgendwelche kleinen Sachen gibt es auch noch mit dazu. Und sogar noch kleine Schlösser, die in dieser Verpackung drin versteckt sind. Und wir können ja mal gucken, ob wir da nachher so einen richtig langen Turm davon bauen können. Oder ich werde mir die hier irgendwie an die Klamotten dran machen oder so. Gucken, wie das aussieht. Und es ist Serie 1. Das heißt, es wird danach wahrscheinlich noch andere Serien geben, die ja dann vielleicht anders gestaltet sind oder so. Ich bin mir nicht so sicher. Mal gucken. Mal gucken, was so kommt. Okay, wir fangen mal an. Welchen nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal den hier. So, wir nehmen mal den hier. Die tue ich mal zur Seite und ich hole mal gleich ein bisschen näher ran, damit wir das natürlich ein bisschen besser sehen können. So, erstmal so. Und dann komme ich wieder mit meiner total schlimmen Schere, die überhaupt nicht schneidet. Warte mal, vielleicht brauche ich die gar nicht. Vielleicht schaffe ich das ja auch so. Oh, ich glaube, ich schaffe es auch so. Ach so, habe ich es von hinten schon gezeigt? Ja, habe ich. Genau. Das habe ich gezeigt. Und dann, vielleicht brauche ich doch meine Schere. Toll. Nein. Doch, doch. Ich schaff's auch so. Sehr gut. Ich meine natürlich die schöne Verpackung hier kaputt, aber das macht ja nichts. Wir wollen sie ja eh hier rausholen. Oh, da sehe ich schon die Kleine hier, die versteckt ist. So. Aha, aha. Ich weiß natürlich nicht genau, wenn man jetzt zum Beispiel so in den Laden geht, das ist wahrscheinlich wieder irgendwie eine Anleitung, dann kann man natürlich auch immer genau sehen, welche es gibt. Ich weiß nicht, ob es in jedem Laden jetzt die gleichen zu kaufen gibt und wie das läuft, wenn man die online kauft, ob man sich dann genau aussuchen kann, ja, ich möchte bitte das haben oder das haben. Das wäre natürlich eigentlich ganz sinnvoll. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, ob das so geht, dass man sich das aussuchen kann. Sonst muss man wirklich wieder in den Spielzeugladen gehen oder so und sich das dann selber aussuchen. Jetzt sehen wir auch, ja, es gibt, oh, es gibt, ah, okay, es gibt tatsächlich 24. Nee. Hä? Was ist das? Ach, deswegen. Das sind die 1,5. Ich glaube, das sind die kleinen. Die Logpearls heißen sie, glaube ich, ne? Das sind die Logstars, wenn ich das so richtig verstehe. Oder vielleicht sind das ja auch die kleinen, das Pendant dazu. Psst. Vielleicht sieht das ja genauso aus. Nein, also ich weiß, dass es nicht immer genauso aussieht, aber es gibt halt verschiedene Schlösser mit verschiedenen kleinen mit dazu. Und die sehen nicht so aus unbedingt wie das große Schloss. Es gibt wahrscheinlich tatsächlich 48 verschiedene. Das werden wir gleich mal feststellen. Hier gibt es schon wieder irgendwelche. Hier ist zum Beispiel ein kleiner Stern mit dabei. Und bei den Milchkätzchen zum Beispiel, bei den Lost Kitties meine ich, da gab es immer so einen Tropfen in einer Farbe. Entweder zum Beispiel weiß, braun oder pink. Es haben ja ganz viele von euch gesagt, ja, es gibt auch noch Pink, es gibt auch Erdbeermilch. Ich hatte leider keine Erdbeermilch. Vielleicht kriege ich ja noch mal irgendwie ein paar, die ich öffnen kann. Dann wollen wir noch mal gucken, ob wir noch mal eine Erdbeermilch finden. Und es hat sich sogar jemand schon mal gewünscht, dass ich die Logstars öffne. Tata, jetzt ist es passiert. Liebe Grüße gehen natürlich raus an dich. Hier gibt es nämlich einen kleinen Stern außenrum. Was hat das wohl zu heißen? Da unten sind immer... Aber bei manchen gibt es irgendwie so kleine Sternchen. Oh, es gibt sogar Tiere.
Okay, wir gucken uns das erstmal an. Erstmal reingucken und dann sich selbst überzeugen, was das ist. Oh. Komm raus. Oha. So. Das ist der erste. Das sieht ein bisschen aus wie ein Nashorn mit einer Zahnspange. Kann man das sehen? Moment, ich hol's mal nochmal näher ran. So, hier sehen wir Nashorn mit Zahnspange. Ah, da ist auch was drin. Oh, einen weißen Bauch hat er. Wir nehmen mal einfach einen von den Schlüsseln. Das ist, glaube ich, egal, welchen man nimmt. Moment. Ach so, das geht gar nicht. Ich muss das oben rausholen, glaube ich. Warte mal, das können wir auch schon mal rausholen. So, was ist denn das da oben? Surprise. Ach so, hier steht Surprise Inside. Mit Überraschung. Das ist doch alles eine Überraschung hier. Ah. So, hier ist noch irgendwas drin. Das weiß ich noch nicht genau. Ich glaube, das ist das kleine Schloss. Und jetzt gucken wir mal, was für eine Überraschung hier versteckt ist. Vielleicht ist da auch mal was anderes drin. So, das Schloss ist natürlich kein Sicherheitsschloss. Oh, habe ich ihn kaputt gemacht? Nein. Ist natürlich kein Sicherheitsschloss. Ach so, ich war nicht ganz drin. Entschuldigung. Oh, ich habe es mir mal einfach in die Nase gesteckt. Vielleicht ist das ja seine Nase. Jetzt geht's auf. Oh. Ah, hä? Oh, wie süß. Ein klitzekleines Schiff. Ein Segelboot. Oh Gott, ist das mini klein. Okay. Hier müssen wir jetzt auch nochmal reingucken. Ah, ein kleines Schlösschen. Das ist eine kleine Freundin. Mit einem Stern auf dem Kopf. Wir suchen natürlich gleich mal, welches wir haben hier. Geht das hier auf? Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Geht das so auf? Ja, ich glaube, das kann man einfach so aufmachen. Genau, hier sieht man auch, hier ist gar kein Schließmechanismus drin. Aber man könnte... Was ist denn das hier eigentlich? Was würdet ihr sagen, was das ist? Es sieht ein bisschen aus wie so eine Schleife. Keine Ahnung, es könnte so eine Gewinnerschleife sein oder so. So, von wegen, ha, sie haben gewonnen, hier ist ihre Schleife. Die könnte man hier reintun. So, jetzt hast du hier was zu verstecken. Oder, ach, Moment mal, wie kriegen wir denn das hier, wie kriegen wir denn das jetzt hier an das andere dran? Ach so, dann müssen wir so rummachen. Wir machen mal so, so und, ah nein, dann guckt er nach hinten, warte, jetzt müssen wir andersrum. Muss so rum. Ich will natürlich, dass sie nach vorne gucken. Hey! So. Haben wir euch schon mal vereint, euch beide hier? Ah, süß sind die. Und die kann man natürlich halt auch variieren. Ne? Das kann man halt auch alles hier irgendwie so rüber machen. Und die Schlüssel im Prinzip ja auch. Wobei, wenn man alle Schlüssel darüber macht, dann kriege ich ja das Schloss nachher nicht mehr auf. Ah, das wäre natürlich nicht gut. So, das sind schon mal die ersten. Die gucken wir mal, ob wir die hier finden. Namen haben sie leider nicht. Ich liebe das ja, wenn die irgendwelche lustigen Namen haben. So wie bei den Kitties da, die haben ja immer sehr süße Namen gehabt. Also eine mit so einem Horn. Ich kann schon nicht mehr richtig reden. Mit einem Horn und eine, die so einen Stern hat. Ist das die da? Nee, ne? Das ist keine. Nee, das ist keine. Die da ist das. Ah, hier. Die da. Die da, die da, die da. Die ist es. Okay, also wir haben einmal 13,5. Die 0,5 sind vielleicht wirklich die kleinen. Haben wir vielleicht das schon gelöst? Ah, und das ist der andere hier. Die 8. Die 8. 8 ist mein Lieblingszahl, beziehungsweise 28. 2 und 8. So, den haben wir schon mal. Dann schauen wir uns mal den nächsten an. Wir nehmen mal, oh, der ist ja auch süß hier. Ich glaube, das ist ein Häschenschloss. Sieht fast aus wie ein Häschen. Kriege ich das wieder so hin? Ich stecke das mal ein. Hier kommt das nächste. Das wieder zur Seite. Oh, das wollte ich noch nicht angucken. Nein, das brauchen wir eigentlich auch nicht aufmachen, weil das ist wahrscheinlich immer das Gleiche hier. Dann haben wir natürlich erstmal das Hasenschloss. Hilfe, ich will es doch nicht zerstören. Oh, ups. Entschuldigung, Häschen. Dann hat es hier ein kleines... Was ist das? Ein kleines... Oh, ich habe schon erkannt, das ist ja was für mich. Ein kleines Tortenstück.
Lecker. Sieht ein bisschen aus wie Erdbeertorte mit Schoko drin. Das ist lecker. Ich habe mal wieder passend einen grünen und einen lilanen. Oh, lila? Nee, ich glaube, lila passt gar nicht, oder? Und den lilanen. Okay, das haben wir alles rausgeholt. Dann schauen wir mal, was du da drin hast. Wir nehmen jetzt mal einfach die... Ach doch, das passt ja doch hier zu den Öhrchen. Das ist ja auch süß. Schauen wir mal, was du versteckst. Schön tief rein. Zack, ist es auf. Das funktioniert ganz gut. Und, was ist da drin? Karotte? Das passt doch, oder? Huch. Ich glaube, die haben ja auch gesagt, das passt eigentlich immer zu den Sachen, ne? Zu den Schlössern. Das müsste eine Karotte sein. Das würde ja zu dem Häschen hier eigentlich passen. Das ist ganz cool. So, man kann das schon mal wieder zumachen. Dann hängen wir einfach mal den Schlüssel jetzt hier auch mit drüber. Das hier hängen wir auch mit drüber. So, dann gucken wir mal, was dein Kumpane hier drin hat. Oh, das ist einfach nur ein großes Auge. Glubschi, es ist Glubschi mit einer Zunge hier unten. Herr Glotzkowski oder Frau Glotzkowski in rosa. Die hat hier nichts drin. So, du kriegst jetzt hier deine Torte. Guten Hunger, oder? Ja, komm, du kriegst jetzt die Torte da rein. Und dann hängen wir dich mit hier dran, so rum. So. Und wie machen wir euch denn jetzt hier mal so? Dann hänge ich dich hier an das hier mal dran. Komm schon, ich will dich hier dran kriegen. Ach komm, ich mach dich hier dran. Ist einfacher. Ihr seid jetzt für immer miteinander verbunden. Hauptsache, ein Schlüssel ist noch draußen, dass ich es wieder aufkriege. Jetzt haben wir so einen dicken Schlösserhaufen. So. Keine Sorge, der Schlösserhaufen, der wird noch größer. Ich muss mir mal ein bisschen die Zeit im Auge behalten, weil meine Kamera sich immer einmal aufhängt zwischenzeitlich. Ich glaube, immer nach einer halben Stunde. Nicht, dass ihr dann zwischendurch nichts seht. Das wäre natürlich nicht so praktisch. Reißen wir mal das nächste hier raus. Weg. Ah, oh, Moment. Wir haben doch das andere noch gar nicht gesucht. Ah, stopp. Hier, ich habe es schon direkt gesehen. Da. Die Nummer 12. Frau Hasenfuß haben wir. Und das andere, Mr. Glotzkowski oder Mrs. Glotzkowski. Ha, da oben. Direkt das erste. 1 bis 1,5. Was? ja, okay. Also man weiß nie genau, welche zusammenkommen. Das wäre natürlich richtig fies, wenn man nie weiß, welche zusammengehören, also welche zusammen verkauft werden. Wobei, nee, man kann da nicht reingucken. Von hinten kann man nicht reingucken. Das ist ja gemein. Ah! Das heißt, man hat doch irgendwie so ein bisschen einen Zufallscharakter noch mit dabei. Ah, sehr schön die Farben wieder hier. Noch ein Lilaner. Und was hat der denn mit dabei? Erstmal haben wir hier Mr. Qualle, Mr. Vielauge mit ganz schön vielen Augen. Ah, hier hinten steht immer Logstars drauf, sehe ich gerade. Drauf geprägt. Der hat dabei ein... Was würdet ihr sagen, ist das denn? Was ist das? Das ist das... Oh! Wisst ihr, was das ist? Ich glaube, das ist ein Sonnenbrillenhaufen. Das war's doch voll zu den Augen. Oder? Ich glaube, das sind ganz viele kleine Sonnenbrillen. Ja, das ist voll süß. Voll die gute Idee. Der Arme, wenn der sich eine Sonnenbrille kaufen muss, dann reicht ja auch nicht nur eine. So, entschuldigen Sie bitte, ich muss hier mal ganz kurz etwas ins Gesicht rammen. Die Schlüssel sehen übrigens auch immer anders aus, ne? Warte mal. Die hier von ihr. Von der Frau Hasenzahn. Die sehen auch aus wie ein Häschen. Die von dem anderen, von dem Herrn Zahnspange. Ach hier. Die haben einfach einen Stern hier. Ein Stern. Und da haben sie das Gesicht nochmal von ihm, dieses mürrische. Und die haben eine. Die haben Hörner. Kleine Hörner. Schlüssel.
Und das habe ich ihm gerade hier ins Gesicht gerammt. Entschuldigung. Es muss sein. Es geht schmerzhaft ganz schnell vorbei. Was haben wir da drin? Nein, oh, der Arme. Noch ein Auge. Es reicht ja nicht schon, dass er wie viele hat? 2, 4, 6, 7. Oh, Gott sei Dank, wir haben sein 8. Auge gefunden. Das wäre ja was gewesen. Wenn wir das nicht gefunden hätten, dann hätte er nur 7 gehabt. Ja. So, komm. Das befestigen wir mal hier, damit du das nicht verlierst. Bauch machen wir schon mal wieder zu. Und dann holen wir mal deinen Freund oder Freundin. So, wer bist du denn? Oh Gott. Sieht ja ein bisschen trottelig aus, ne? Das ist die Herzdame. Weil sie ganz viele Herzen hat, überall. Haben wir schon gesehen? Hatte die irgendwie... Ach nee, das war ja noch ein Auge, ne? Zu dem passt das... passt das eigentlich? Ich finde, es passt ja fast besser zu dem... zu dem hier. Schau mal, das ist direkt der erste. Oh nein! Der passt ja direkt richtig gut zu der anderen da. Ah, das sind immer die Pärchen und die... Ah, guck mal. Der passt richtig gut zu dem hier. Und der würde dann wahrscheinlich zu dem dritten gut passen. Okay, das sieht ein bisschen aus wie eine Katze. Aber so farblich gesehen, farblich gesehen passt das, glaube ich, ganz gut. Hier vielleicht kann man das vielleicht nochmal sehen. Das ist so eine Meerjungfrau. Da müsste man ja dann hier gucken. Das ist ein Fisch. Nein, wie süß ist das denn? Das ist eine Himbeere. Und das ist ein Häschen. Okay. Naja, ich weiß nicht. Aber hier zum Beispiel eine Katze. Und eine Maus. Nein, wie süß. Das passt total gut. Ist das hier vielleicht... Ah, das ist ein Taco. Oder so ein irgendwas Sandwich-mäßiges. Und das ist die Tomate dazu. Nein, jetzt verstehe ich das. Das ist ja richtig witzig. Und das... Oh, wie gemein. Und dann findet man natürlich nicht die, die zusammenpassen. Oh, wir haben welche gefunden, die zusammenpassen direkt. Das ist ja voll gut. Das ist ein Pirat. Oh, mit noch einem Pirat. Jetzt will ich die haben, dass sie zusammenpassen. Nein. Okay, eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Dich muss ich jetzt auf jeden Fall... nee, nicht dich, sondern... euch hier muss ich doch vereinen. So, dich hänge ich jetzt direkt hier mit rein. Geht das? Komm. Ja, es geht. Ja, er hat seine Freundin wiedergefunden. Juhu. Die Schlüssel kommt hier noch mit dran. Und das andere Kleine muss auch noch mit dran. Ja, du wirst auch nicht benachteiligt. Alles ist gut. So. So, machen wir schon mal dazu. Okay, jetzt sind jetzt natürlich noch ein paar Sachen, die wir noch gar nicht mit dran gehängt haben. Ne? Vielleicht tun wir die noch irgendwo in... naja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ich bin überfordert. So, nächstes. Das ist das letzte hier. Oh, ich hoffe, wir haben noch eins, was irgendwie zusammenpasst. Das wäre voll cool. Voll cool. Was gehört denn eigentlich zu dieser Hasenfrau? Habe ich das schon gesehen gerade? Nee, es gibt ein Möhrenschloss, so ein kleines. Wie cool. Deswegen, dann kann man die natürlich doch ganz gut tauschen. Und es ist doch sowas ähnliches wie ein Blind Bag, was man hier auspackt. Weil man natürlich nicht immer die hat, die dann zusammenpassen. Und wenn dann die Freundin oder der Freund zum Beispiel eins hat, was, wo das kleine Schloss dann dazu passt, dann kann man das kleine Schloss tauschen. So von wegen, das gehört doch zu meinem dazu. Tauschen wir das? Ja, okay, gut. Toll, danke, jetzt will ich die tauschen. Mano. Oh. Oh. Oh, wie süß. Das ist ja beweglich. Das ist beweglich. Das ist so ein kleiner PC-Roboter-Radio. Sieht aus wie ein Radio oder so eine Maschine, oder? Könnte ein Radio sein. Mit Empfang hier in der Mitte. Grün, rot, Empfang, kein Empfang oder so. Funkgerät vielleicht. Die Schlüssel sehen auch so aus. Okay, hier muss man so ein bisschen mit Gewalt dran. Das kann ich auch, kein Problem. Und das hier noch. Erstmal die Schlüsselchen. Das sind wie sein großes Schloss. Hinten ein Stern drauf hier. Und vorne ein Robotergesicht. So, ein Robotergesicht. Und dazu gibt es... was ist das schon wieder? Was ist das? Was ist das? Es ist eine Pfeife, es ist eine Batterie, ein... Könnte eine Batterie sein, oder? Doch, ich glaube, es könnte eine Batterie sein, wenn man das hier so hält. Da oben ist auch so eine kleine Erhöhung. Ich würde sagen, Batterie würde passen.
Wenn ihr noch eine andere Idee habt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Kann man hier auch reinstecken. Bringt aber nichts. Naja. So, dann machen wir dich mal auf erstmal. Gucken mal, was es noch für einen Hinweis gibt. So. Ui, was ist da denn direkt rausgeflogen? Ein kleines rosanes Herz. Sieht ein bisschen aus, als sei es so gestickt, weil außen so ein paar kleine Kügelchen dran sind. Mal gucken, ob das vielleicht jetzt ein Hinweis ist auf das andere hier. Tada! Oh. Hä? Was ist denn mit dir los? Was hast du denn? Du siehst ein bisschen entzündet aus und kaputt. Oh, sorry. Schon wieder eins mit ganz vielen traurigen, weinenden Augen. Ach komm, hier, du kriegst ein Herz zur Besänftigung. Mal gucken, wozu ihr gehört. Also, einmal hier oben das da. Das große und das kleine ist da unten. Da unten. Deswegen, jetzt verstehe ich auch die Zahlen, weil hier steht 22,5. Mann, Mann, Mann. So lange habe ich gebraucht, bis ich es verstanden habe. Ich wusste zwar irgendwie, dass das so ist, aber ich habe nicht den Zusammenhang verstanden. Jetzt habe ich ihn verstanden, wo ich es erstmal gesehen habe. Wo ich es gespürt habe. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Okay. Den tun wir auch noch zusammen, weil eigentlich haben wir da ja keinen gefunden, so, der da zusammengehört. Ne? Das kommt auch nochmal hier ran. Was machen wir jetzt mit den Sachen hier? Ach nee, die lassen wir. Die muss natürlich auch noch an diesen großen Haufen hier mit dran. So. Boah. Jetzt haben wir ein... Oh, Entschuldigung. Jetzt haben wir so einen riesigen Schlösserhaufen. Man könnte sich natürlich aussuchen. So, ich möchte heute mal das hier und das hier zusammen. Zum Beispiel mache ich hier mir an meinen Ranzen dran, an meinen Rucksack. Oder ich trage das hier einfach an den Klamotten, weil ich das irgendwie so süß finde. Warte mal, ich will mal eins hier... So. Ich will mal eins hier an die Klamotte machen. Das passt natürlich jetzt nicht. Oh, da war das Mikro. Ups. Ich brauche eins von den Augen von dem da. Ah. Jetzt habe ich es falsch rum dran gemacht. Na toll. Jetzt guckt es mich an, weil es mich so gern hat. Jetzt habe ich das hier irgendwie. So könnte man das natürlich auch tragen, wenn man gerade so einen Top trägt. Im Sommer kann man auch hinten... Psch. Danke. So, das könnte man auf jeden Fall auch hinten tragen. Man kann es im Grunde eigentlich überall tragen, wo man... Man könnte es auch sogar im Haar tragen, wenn man sich jetzt irgendwie einen Zopf macht oder so. Kann man das mit reinflechten, kann man das da drinnen tragen. Ja, ganz süß. Schade, dass man das hier nicht... Ich hätte gerne das... Oh, da. Ich hätte gerne das Kleine noch, dass man das Kleine irgendwie noch so wo dran machen kann. Das finde ich auch richtig cool. Schade, dass das nicht auch noch geht. Das finde ich noch besser. Was haltet ihr davon? Ich finde, die Idee ist irgendwie richtig... lustig, auch so, dass man die untereinander sammeln kann und zusammensuchen muss und so. Ich muss ja noch mal ganz kurz hier zeigen, hier am Schuh. Ist auch nicht schlecht, da hinten. Wie gefällt es euch? Vielleicht hat ja der ein oder andere, ach nee, kann ja auch gar nicht sein. Doch, wenn ihr das Video später guckt, könnte das sein, dass ihr vielleicht sogar auch welche habt. Vielleicht habt ihr ja auch was zu meinen passt. Das wäre natürlich auch ganz lustig. Vielleicht hat ja jemand mein Gegenstück zum Beispiel zu der Frau Hase hier. Ja, vielen Dank nochmal an Hasbro dafür. Falls ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr das natürlich auch immer gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Oder falls ihr euch was wünscht, könnt ihr das auch immer gerne in die Kommentare schreiben. Dann versuche ich das umzusetzen, falls das irgendwie machbar ist oder so. Und ja, falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da lassen. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich unten kostenfrei abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. When there's no more light.